Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Now, you asked, do I know what a kind is? What is a kind? Okay, Aaron, you interrupted me 288 times, so I'll try to explain it one more time. This is stuff I showed you that night, and I'll show Ross now. There are two kinds, two varieties. I use the word kind kind of loosely here. There are two varieties of squirrels that live on opposite sides of the Grand Canyon, Kaibab squirrel and the Abert squirrel. They probably had a common ancestor. There are 200 varieties of squirrels, 200 species. It's called the squirrel kind. Okay, you're five. Would you say this animal and this animal and this animal are the same kind of animal? Yes, no. No. No? Das Prinzip der binären Nomenklatur ist streng hierarchisch. Die kleinste Einheit bildet die Art. Ähnliche Arten werden in Gattungen, ähnliche Gattungen in Familien, ähnliche Familien in Klassen und ähnliche Klassen in Stämme eingeteilt. Nach dem System von Linné gibt es diese sieben Kategorien und jedes Lebewesen wird in eine dieser Kategorien eingeteilt. Das System von Linné hat einige große Schwächen. Linné war kein Anhänger der Evolution, sondern glaubte an die Konstanz der Arten. Linné ordnete die verschiedenen Tiere und Pflanzen nach ihren Merkmalen. Evolutionäre Ursprünge kamen ihm dabei nicht in den Sinn. Dass Evolutionsverlauf und Verwandtschaftsbeziehungen früher keine große Rolle spielten, zeigt sich zum Beispiel darin, dass Elefanten, Flusspferde und Nashörner als Dickhäuter, Pachydermes, zusammengefasst wurden, obwohl wir heute wissen, dass alle drei Gruppen unterschiedlichen evolutionären Linien entsprangen. Es braucht also ein Ordnungsprinzip, das den Evolutionsverlauf und die Verwandtschaftsbeziehungen berücksichtigt, denn nicht Merkmale definieren Gruppen, sondern ihre Abstammung. Es muss also untersucht werden, welche Merkmale geeigneter sind, die Verwandtschaftsbeziehungen zu ermitteln. Hierbei bedient man sich der Methoden der phylogenetischen Systematik. In den 1960ern hatte der Biologe Willi Hennig ein System ausgearbeitet, welches die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Lebewesen anhand von Merkmalsvergleichen ermitteln konnte. Man spricht von phylogenetischer Systematik oder Kladistik. Was ist das Besondere an dieser Methode im Vergleich zu anderen? Hennigs wichtige Schlussfolgerung war, dass die Merkmale, die ein Lebewesen besitzt, nicht gleichwertig sind. Jedes Lebewesen ist ein Mosaik aus sogenannten fortgeschrittenen Merkmalen, auch Apomorphien genannt, oder ursprünglichen Merkmalen, auch Plesiomorphien genannt. Apomorphien sind Merkmale, die nur die entsprechenden Lebewesen haben. Plesiomorphien sind jene, die man von den Vorfahren vererbt bekommen hat. Dies kann am Beispiel der Klasse der Säugetiere verständlich gemacht werden. Säugetiere müssen, um sie von anderen Gruppen zu unterscheiden, Merkmale aufweisen, die nur ihnen eigen sind, also ihre Apomorphien haben. Wir müssen also nach Merkmalen suchen, die Säugetiere als Gruppe gemeinsam haben und definieren. Man sie also anhand dieser Merkmale von anderen Tiergruppen klar unterscheiden kann. Gemeinsame Merkmale einer Gruppe bezeichnet man auch als Autapomorphien. Welche Merkmale eignen sich? Säugetiere haben eine Wirbelsäule. Doch eine Wirbelsäule kommt auch bei anderen Tiergruppen vor. Hierbei handelt es sich also um ein plesiomorphes Merkmal. Hingegen sind Merkmale wie Haare, Schweißdrüsen und die Produktion von Milch typisch für Säugetiere, und zwar nur für Säugetiere. Folgerichtig handelt es sich hierbei um apomorphe Merkmale, die die Säugetiere kennzeichnen. Anhand solcher Merkmalsanalysen, bei denen die Autapomorphien der Lebewesen ermittelt werden, entstehen entsprechende Diagramme, die man als Kladogramme bezeichnet. Kladogramme sagen aus, wer mit wem näher verwandt ist. Bei einem Kladogramm zeigt sich ein für ihn typisches Verzweigungsmuster. Bei einer Verzweigung gibt es immer nur zwei Äste, man spricht von dichotomer Verzweigung. Jeder Ast ist durch ein abgeleitetes apomorphes Merkmal begründet. Was dieses jeweilige Merkmal sein soll, ist Gegenstand der Forschung. Der Verzweigungspunkt, also die Gabelung zwischen den zwei Ästen, stellt den gemeinsamen Vorfahren dar, um es durch ein Beispiel am Kladogramm der Säugetiere verständlicher zu machen. Wie wir sehen, teilt man die Säugetiere in zwei Unterklassen ein. Die Kloakentiere, Monotremata, wozu zum Beispiel das Schnabeltier gehört, und die Zitzentiere, Theria, welche Beuteltiere
und Plazentatiere miteinander vereinen. Beginnen wir mit dem Stammbaum ganz unten, also an der Wurzel. Dort sind einige Merkmale aufgelistet, die der gemeinsame Vorfahre aller Säugetiere hatte. Zum Beispiel Haare, drei Gehörknöchelchen sowie Schweiß- und Milchdrüsen. Danach spaltet sich das Kladogramm der Säugetiere in zwei Hauptäste. Einer führt, das ist der grüne Ast, zu den Kloakentieren, die sich wiederum in zwei Äste aufspalten, Schnabeltiere und Schnabeligel. Die Schnabeligel teilen sich wieder in zwei Äste auf und so weiter. Jede neue Abspaltung ist durch für diese Zweige typischen Apomorphien definiert. Der blaue Ast zeigt, dass Beuteltiere und Plazentatiere einen gemeinsamen Verzweigungspunkt haben, also auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Der gemeinsame Vorfahre verfügte über Merkmale, die Beuteltiere und Plazentatiere gemeinsam haben, zum Beispiel das Vorhandensein von Brustwarzen. Diese Apomorphie neben anderen definiert die Gruppe der Zitzentiere oder Theria, zu denen Beuteltiere wie Plazentatiere gehören. Die gemeinsamen Merkmale von Beutel- und Plazentatieren hatten die Vorfahren dieser Gruppe, bevor sich diese in die zwei benannten Gruppen gespalten haben. Der gemeinsame Vorfahre spaltete sich dann aber wieder in zwei Äste, die jeweils durch den Erwerb jeweiliger Apomorphien gekennzeichnet sind. So haben Beuteltiere eine sogenannte Pseudovagina und Plazentatiere eine Plazenta. Natürlich werden in diesem Stammbaum nicht alle Apomorphien dargestellt. Und man sollte nicht vergessen, dass es 320 Beuteltierarten und etwa 6000 Arten von Plazentatieren gibt. All diese Arten werden durch für sie typische Apomorphien gekennzeichnet, die sich in einem Kladogramm durch weitere Verzweigungen darstellen würden. Natürlich sollte auch nicht vergessen werden, dass wir uns nur einen kleinen Teil des Stammbaums des Lebens anschauen. Hier werden die anderen Wirbeltiere, die Insekten, Würmer, Pflanzen, Pilze und Bakterien gar nicht berücksichtigt. Dieses Beispiel diente nur der Vereinfachung. Verzweigungen, die von einem gemeinsamen Verzweigungspunkt entstehen, bezeichnet man auch als monophyletisch. Wenn wir uns jetzt das Kladogramm der Säugetiere nochmals vergegenwärtigen, bleibt vielleicht die Frage offen, wo würden wir als Menschen eingeordnet werden? Wenn wir die Merkmale ansehen, so haben wir Haare, sind gleichwarm, haben Schweiß- und Milchdrüsen, sowie mit Hammer, Amboss und Steigbügel drei Gehörknöchelchen. Wir sind also Säugetiere. Wenn wir die Merkmale weiterverfolgen, so haben wir eine Cochlea im Innenohr, unsere After- und Genitalöffnungen sind getrennt, wir haben also keine Kloake, wir sind lebendgebärend und haben Brustwarzen. Damit gehören wir auch zu den Theria. Auch haben wir, beziehungsweise nur Frauen, eine Plazenta und eine unpaarige Vagina. Außerdem haben wir einen Gehirnbalken. Damit zählen wir auch zu den Plazentatieren. Dem aufmerksamen Zuschauer wird aufgefallen sein, dass in diesem Kladogramm als Apomorphie aller Zitzentiere auch die Kopftasthaare, also die Schnurrhaare, wie wir sie von Katzen und anderen Säugetieren kennen, genannt werden, die aber Menschen nicht haben. Im Verlauf der Evolution kann es vorkommen, dass ein gemeinsames Merkmal wieder verloren geht. Dieses Nichtvorhandensein eines Merkmals, in unserem Fall das Fehlen von Schnurrhaaren, heißt nicht, dass wir dadurch keine Säugetiere sind, sondern sich weitere Spezialisierungen entwickelt haben, die durch die natürliche Selektion begünstigt worden sind. Somit ist das Rückbilden von Merkmalen, die gegebenenfalls auch als rudimentäre Organe vorliegen können, ebenfalls ein Teil des Evolutionsgeschehens, weil diese zu neuen Anpassungen führen. Wale zum Beispiel verfügen über keine Hintergliedmaßen und sind Wasserbewohner. Trotzdem handelt es sich bei ihnen nicht nur um Säugetiere, sondern auch um Tetrapoden, also vierbeinige Landwirbeltiere. Schlicht und einfach, weil sie einer Gruppe entstammten, die landlebende Säugetiere mit vier Beinen waren, die sich durch den Verlust ihrer Hintergliedmaßen auf das Leben im Wasser spezialisiert haben. Die weiteren Apomorphien sprechen dafür, dass Wale Säugetiere sind. Und ihre Vorfahren waren Säugetiere, die an Land gelebt haben. Damit können wir eine weitere Regel der phylogenetischen Systematik ableiten. You can't lose your ancestry. Man kann seine Verwandtschaft niemals loswerden. Unsere jüngsten Vorfahren, die wir haben und von denen wir uns abgespalten haben, sind unsere Eltern. Mit diesen teilen wir mehr Gemeinsamkeiten als mit anderen Verwandten.
Und mit diesen haben wir aber mehr Gemeinsamkeiten als mit unseren Nachbarn, Klassenkameraden und so weiter, also den Menschen, die nicht Teil unserer engeren Verwandtschaft sind. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass sie immer noch mit uns irgendwie verwandt sind, eben als Art Mensch. Egal, wie sehr wir uns von unseren Eltern und allen anderen Menschen unterscheiden mögen, sind wir immer noch Teil dieser Verwandtschaft, die wir nicht ablegen können. Kreationisten reagieren oft mit der nicht begründbaren Ausrede, dass zum Beispiel neu entwickelte Fliegenarten immer noch Fliegen sind, neue Fischarten immer noch Fische, neue Affenarten immer noch Affen und so weiter. Na klar ist das der Fall. Aus Sicht der Evolution ist nichts anderes zu erwarten. Die biologische Klassifizierung ist hierarchisch. Wenn neue Arten entstehen, spalten sie sich immer an ihrer untersten Stelle ab, der Bildung neuer Arten. Also ist jede neue Fliegenart, die sich von einer ursprünglichen Fliegenart abgespalten hat, egal wie groß die Unterschiede sind, immer noch eine Fliegenart. Aber Fliege ist nicht gleich Fliege. So sind zum Beispiel 150.000 verschiedene Fliegen- und Mückenarten beschrieben worden. Eine sehr große Diversität. Dasselbe gilt auch für das absurde Vorurteil der Kreationisten, sie würden nur an Evolution glauben, wenn Hunde Katzenbabys zur Welt bringen. Auch das wird von der Evolutionstheorie nicht gefordert. Über eine lange Kette von Verzweigungen, Seitenlinien und zigfachen Artabspaltungen im Verlauf von vielen Millionen Jahren können wir ermitteln, dass die heute lebenden Katzen- und Hundearten auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Dieser war aber nicht ansatzweise ein Hund oder eine Katze, sondern verfügte über Merkmale, die beide Gruppen gemeinsam hatten. Als sich beide Evolutionslinien abspalteten und die eine Linie in Richtung Hundeartige führte, die andere in Richtung Katzenartige, entwickelten sich unterschiedliche Merkmale, die zu den heute lebenden Arten führten. Zu Beginn dieser Verzweigung jedoch sahen sich die frühen Vertreter der beiden Evolutionslinien so ähnlich, dass sie kaum zu unterscheiden waren. Die frühesten und urtümlichsten Vertreter der Carnivora, der Ordnung, zu denen Hunde, Katzen, Marder und Bären gehören, waren die Miaziden, die ihrer äußeren Erscheinung nach einem Wiesel ähnelten, bei genauerer Betrachtung jedoch Merkmale aufwiesen, die alle Carnivora gemeinsam haben. Aus solchen Stammformen entwickelten sich weitere Linien, wie die Gattung Hesperocyon, dem frühesten Vertreter der Hundeartigen, dessen Merkmale aber noch so ursprünglich waren, dass er nur wenig von den Vertretern der frühesten Katzenartigen, wie Proailurus und Pseudelurus, nur wenig zu unterscheiden ist. Gattungen wie Hemizyon, bei oberflächlicher Betrachtung einem Hund ähnlich, führte zu den heutigen Bären. Für uns wirken diese Gruppen einander recht ähnlich und der Laie würde sie für sowas Ähnliches wie eine Wieselkatze halten. Doch die genauere Kenntnis dieser Fossilien belegt, dass sie eben nicht dasselbe waren, sondern evolutionäre Linien, deren Vertreter über viele weitere Abspaltungen zu den heutigen Hunden und Katzen führten. Kreationisten fordern aber, dass sich die neuen Arten so stark von ihren Eltern unterscheiden, dass man nicht einmal sagen kann, dass sie verwandt sind. Die Ironie hierbei ist, dass die Evolutionstheorie niemals besagt, dass eine Art von Dingen jemals zu einer anderen grundlegend verschiedenen Art von irgendetwas geworden ist, es sei denn, sie ignorieren alle Zwischenstufen, was natürlich Kreationisten tun. Die phylogenetische Systematik rekonstruiert die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Organismen. Der Evolutionsprozess ist allerdings kleinschrittig. Die einzige Möglichkeit, alle Arten von Leben objektiv zu kategorisieren, besteht in ihren gemeinsamen Merkmalen, die jedes Mitglied dieses Kollektivs, und zwar nur dieses Kollektivs, hat. Auf diese Weise werden ihre Merkmale diagnostisch und weisen direkt auf eine eindeutige Gruppe hin. Um die Evolutionstheorie zu verstehen, muss man nachvollziehen, dass es immer nur darum geht, vorhandene Merkmale und Funktionen zu ändern oder zu verbessern, um auf dem aufzubauen, was bereits vorhanden ist. Entwicklungsbiologie, Genetik und vergleichende Morphologie bestätigen zusammen viele dieser taxonomischen Stadien, sodass Organe und andere Merkmale nicht plötzlich oder völlig wie aus dem Nichts erscheinen, da in jedem Fall ein evolutionärer Ursprung erkennbar ist, auf dem sich diese Veränderungen aufgebaut haben. Sogar der Übergang von Fischen zu Landwirbeltieren, Dinosauriern zu Vögeln oder Affen zu Menschen ist nur eine Frage zunehmender oberflächlicher Veränderungen, die langsam auf aufeinanderfolgenden Ebenen grundlegender Ähnlichkeiten zusammengestellt werden. Diese stellen monophyletische Gruppen dar, die für immer alle Nachkommen dieser Gruppe umfassen werden.
Zurück zu den weiteren Grundlagen der Kladistik. Wenn wir uns ein Kladogramm weiter anschauen, fallen weitere Dinge auf. Die Verzweigungen werden nicht gewichtet, man hat also kein Maß für die Änderung, um es in einem Kladogramm darzustellen. Alle untersuchten Gruppen, allgemein spricht man von Taxa, stehen am Ende der Verzweigungen. Es wird Auskunft darüber gegeben, wie nahe die verschiedenen Taxa miteinander verwandt sind. Bei unserem Kladogramm der Säugetiere gehen Beuteltiere und Plazentatiere auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück. Sie geben keine Auskunft darüber, welche Gruppe vorher entstanden ist, und sie sagen auch nicht aus, dass Beuteltiere primitiver sind als die Plazentatiere. In unserem Kladogramm stehen die Beuteltiere links, die Plazentatiere rechts. Doch genauso gut können sie vertauscht sein, das würde die Aussage des Kladogramms nicht beeinflussen. Entscheidender ist der Verzweigungspunkt. Weil Beuteltiere und Plazentatiere auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, bilden sie, wie oben erwähnt, eine sogenannte monophyletische Gruppe. Beide Gruppen, Beutel- und Plazentatiere, sind sogenannte Schwestergruppen. Monophyletisch wird eine Gruppe im Kladogramm genannt, bei dem alle Vertreter auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Beuteltiere und Plazentatiere gehen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück, und wie wir im Stammbaum sehen können, gehen alle Säugetiere auch auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück. Eine monophyletische Gruppe, auch kurz Monophyllum genannt, umfasst alle Untergruppen, die sich aus diesem gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben, jedoch keine anderen Gruppen. Untersuchte Gruppen können aber auch paraphyletisch sein. Das Taxon hat zwar eine jüngste gemeinsame Stammform, enthält aber nicht alle Untergruppen, die auf diese Stammform zurückgehen, wie es bei einem Monophyllum der Fall ist. Sie werden meist durch Plesiomorphien definiert. Ein gutes Beispiel stellt die Klasse der Reptilien dar. Traditionell werden alle kaltblütigen Wirbeltiere mit schuppiger Haut als Reptilien zusammengefasst. Hierzu zählen traditionell die Schildkröten, Echsen, Schlangen, Krokodile sowie verschiedene ausgestorbene Gruppen wie Dinosaurier. Die Einordnung dieser Gruppen als Reptilien spiegelt jedoch keine evolutionären Verwandtschaftsbeziehungen wider. So sind zum Beispiel die Krokodile mit der Klasse der Vögel und der ausgestorbenen Dinosaurier enger verwandt und bilden das Monophyllum der Archosaurier als mit allen anderen Reptilien. Wenn man also das Taxon Reptilien, also als monophyletische Gruppe, behalten will, muss man die Vögel ebenso zu den Reptilien zählen. Da man dies aber nicht tut, sind Reptilien keine natürliche evolutionäre Gruppe, sondern eine sogenannte Wasteback-Gruppe, also paraphyletische Gruppen, die keine evolutionäre Verwandtschaft zeigen. Tatsächlich werden Vögel und die verschiedenen Reptiliengruppen in der Kladistik als Sauropsiden, als eine monophyletische Gruppe dargestellt. Es gibt auch polyphyletische Gruppen. Das sind Gruppen, die keine gemeinsame Stammform haben und keine natürliche Gruppe darstellen. Ein Beispiel ist die Warmblütigkeit. Säugetiere und Vögel sind in der Lage, ihre Körpertemperatur unabhängig von der Umgebung konstant zu halten. Dieses Merkmal ist aber das Ergebnis konvergenter Evolution, basiert also nicht auf gemeinsamer Abstammung.